Sie sind hier, 1. September 2018, 11:09 Uhr, von Christopher Mallmann, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Jürgen Klopp. Er reagierte auf die Kritik von Simon Mignolet, Urheberrecht Getty Images. Jürgen Klopp reagiert auf die Kritik von Simon Mignolet zum Wechsel von Norris Karius. Derartiges bespreche man intern und nicht öffentlich. Jürgen Klopp hat Keeper Simon Mignolet wegen dessen Kritik zum Wechsel von Loris Karius gerügt. Für gewöhnlich hat es keinen Sinn, deine individuellen Probleme in der Öffentlichkeit zu besprechen, sagte der Liverpool-Coach auf einer Pressekonferenz am Freitag. Es ist besser, miteinander zu reden. Das ist ein großer Grundsatz von mir. Man sollte mit mir sprechen und nicht mit den Zeitungen. Mignolet, bizarr. Mignolet hatte zuvor in einem Interview mit belgischen Medien die Tatsache, dass Karius wechseln dürfe, er selbst aber nicht als bizarr, bezeichnet. Klopp bekräftigte den Umstand, dass der Belgier bleiben müsse, am Freitag noch einmal. Es ist wahr, dass er Mignolet an Dritt nicht gehen wird, natürlich nicht, sagte Klopp. Er wird den Rest der Saison bei uns bleiben und die Nummer 2 sein. Klopp versündigt zugleich, schwächte der 51-Jährige seine Rüge etwas ab, indem er sagte, es ist okay. Wir sind alle Menschen und ich habe keine Probleme damit. Und wenn er glücklich damit wäre, die Nummer 2 zu sein, würde ich ihn nicht kennen. Mignolet sei hochprofessionell und ein Top-Keeper. Am Ende gäbe es schlimmere Dinge, als bei Liverpool die Nummer 2 zu sein. Es sei ferner auch ziemlich gut bezahlt, von Christopher Mallmann folgen @Chris. Mallmann. Christopher Mallmann, geboren 1994 in Düsseldorf, veröffentlichte seinen ersten Roman mit 16 Jahren. Während seiner Schulzeit SCHR. Mehr.